Ich begrüße unsere lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen das Ungarndeutsche Magazin. Bleiben Sie mit uns. Abschiedsfeier. Deutsch nahmen die Schulabgänger Abschied. Machen wir einen durchschnittlichen Freitag zum Feiertag. Tanzhaus, Gruppenwettkämpfe, Projektarbeit in der Sexader Valeria Dienisch Grundschule. Gespräche über Vergangenheit und Gegenwart. Vorstellung des Romans Durch die Hölle von Thomas Becker in Bonhard. Klumpenausstellung wurde in Feket eröffnet. Die Objekte werden in einer selbstständigen Ausstellung vorgestellt. Zwei Schulabgängerklassen hatten Abschiedsfeier vorige Woche am Freitag im Valeria Koch Bildungszentrum. Schüler und Eltern ebenso erhielten Anerkennungen von der Einrichtung für ausgezeichnete schulische Leistungen oder eben für Organisierung von verschiedenen Veranstaltungen. Am Ende der Abschiedsfeier fragten wir die Zwölfklässler nach ihren Erlebnissen. A ballagási ceremónia minden középiskolában az egyik legnagyobb ünnep az érettségére készülő diákok és szüleik számára. Nincs ez másként a Koch Valéria iskola központban sem. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának intézményében két középiskolás osztály végzett ebben az évben, természetesen két tannyelvű képzés keretei között. Az ünnepség a himnusszal, majd a magyarországi németek himnuszával vette kezdetét. A színpadon elsőként a 11. évfolyam kapott lehetőséget, hogy megteremtsék a rendezvény alaphangulatát. Alig több mint három hónapja a szallgató alkalmából köszöntöttünk itt benneteket, most pedig már az érettségi vizsgák előtt álltok. Ma délután búcsúztok az almamátertől, a diátársaktól, tanáraitoktól. Mi, 11-esek, egy rövid összeállítással köszönünk el tőletek. Saját költeményt szavaltak, beszédeket mondtak, majd az iskola fúvós zenekara szórakoztatta a diákokat és a székeken helyet foglaló szülőket, rokonokat. A végzős diákok képviselői ezután olvasták fel búcsúzóul megírt összefoglalójukat. Ha visszatekintünk az elmúlt 4-5 évre, biztosan találunk mi is olyan hosszabb, rövidebb pillanatokat, amelyek valószínűsíthetően még évekig ott lesznek legkedvesebb emlékeink között, hiszen valóban boldogoknak éreztük magunkat együtt. Sokaknak a Liptódi gólyatábor is ilyen emlék lehet, de a nulladikosok máig emlegetik a híres siófoki osztálykirándulást is. Aztán ott van a már említett Schwab bál, amelyen mindenki oda tette magát. Elbeszélések alapján ezután szokott az osztályközösség igazából kialakulni, nekünk sajnos a Covid időszakok jöttek el. Persze azért a karantén és újabb karantén között is zajlott életközösségünkben. Aki ismeri a hűtőmágnesek bölcsességének világát, az biztosan találkozott már a cél és az út összefüggéseinek legfontosabb végkövetkeztetésével, miszerint nem a cél a fontos, hanem maga a megtett út. A beszédeket követően az elballagó osztályok szalagai kötötték fel az intézmény zászlajára. Amrainé Pesti Ágnes, az intézmény vezetője is nagyrészt németül tartotta meg záró beszédét. Goethes Wunsch nach dem idealen Menschen klingt gut, aber wie man Nächstenliebe und Toleranz in verschiedenen Lebenssituationen praktizieren kann, ist nicht immer einfach und selbstverständlich. Ihr habt über eure Stärken, aber auch eure Schwächen berichtet und darüber, wie ihr versucht habt, diese Schwächen zu bekämpfen. Dieser Wille ist zu bewundern und ich glaube, dass Menschen, die in sich selbst schon das Edle und das Gute entwickelt haben, möchten sich daran auch im Nachhinein festhalten. Sie werden eventuell Vorbilder, die auf uns wirken und die uns inspirieren. Az igazgatónő méltatta a diákok közösségi szolgálaton végzett munkáját, és részleteket olvasott fel az ott készült beszámolókból. A velős, de humoros összefoglalók után eképpen summázta a 4 évet. Seid stolz darauf, dass ihr eine wahre Gemeinschaft seid. Verbunden durch viele gemeinsame schöne Erlebnisse, wie die Klassenfahrten, a Szecskavató, das gemeinsame Lernen für die Prüfungen, Kovászna, die Johannespassion, die witzigen Momente der Online-Stunden, a Kulturmorzsák, a 20 Gug
és még sok más egyéb. Az ünnepség után sikerült megkérdezni két végzőst arról is, hogy az elmúlt 4 évből mi tetszett nekik a legjobban. Sok utazáson vehettünk részt, sajnos a Covid az közbe jött, így jó pár kimaradt, de amik voltak, azok nagyon jók voltak, és sok élményt adtak, illetve tapasztalatot is. A Schwab Ball szervezése, amit 10. évfolyamon végeztünk, továbbá a kirándulások, a közösség maga, hogy mennyire összetart a kollégium, én kollégista is voltam. Igazából olyan, mint egy nagy család, ez az egész iskola is. Ez az, ami annyira megfog benne. És hogy mit üzen egy diák a Tiborc utcából a ballagás után tanárainak? Legyen ez a végszó. Wir danken Ihnen für Ihre unermüdliche Arbeit. Das Ungarn-Deutsche Kultur- und Informationszentrum und Bibliothek verkündete bereits zum 8. Mal den Tag der Ungarn-Deutschen Tracht. Heuer zogen am 29. April Kindergarten- und Schulkinder, Gruppen und Familien landesweit ein Stück der Ungarn-Deutschen Tracht an, um auch im Alltag das Erbe unserer Ahnen zu zeigen. In der 6a der Valeria Dienisch Grundschule wurde der Trachttag mit bunten Programmen gefeiert. In den deutschen Nationalitätenbildungseinrichtungen, so auch in der 6a der Valeria Dienisch Grundschule, wird der Trachttag jedes Jahr gefeiert. Als Nationalitätenschule legen wir einen großen Wert darauf, dass unsere Kinder die Traditionen, die Kultur der Ungarn-Deutschen kennenlernen. Mit dem Thema Tracht beschäftigen wir uns mehrmals während der 8 Jahren, sowohl in der Unterstufe als auch in der Oberstufe. Dieses Thema macht den Kindern wirklich großen Spaß, denn unsere Kollegen und viele Eltern und Großeltern haben noch zu Hause authentische Kleidungsstücke. Das bringen sie dann in die Schule mit. Die Kinder können das anprobieren, ein bisschen berühren, besichtigen. Und dann in diesen Stunden beschäftigen sie sich mit verschiedenen Projektarbeiten, mit den Kleidungsstücken, die die Ungarn-Deutschen früher getragen haben. Heute tragen ganz viele Kollegen und auch Kinder Tracht oder mindestens ein Stück von einem Tracht. Und sie nehmen an verschiedenen Projektarbeiten teil. Ich glaube, das machen sie ziemlich gern. Vielleicht habt ihr auch im Hof gesehen. Sie sind ganz lustig und das machen sie ganz gerne mit. Ich besuche die 4. Klasse in der Valeria Dienisch Grundschule Sechsart. Wir feiern heute Trachttag. Wir bringen alte Sachen mit, Kleider, Bibeln und machen eine Ausstellung. Wir singen, basteln, tanzen und spielen Spiele und das macht uns sehr viel Spaß. Ich wohne in Olschonana in einem Bauernhaus und da haben wir viele alte Sachen und heute habe ich eine alte Schere mitgebracht. Die Drittklässler arbeiten gerade an einem Verlobungshandtuch. Viele von ihnen tragen heute ein Stück der alten Tracht. Ich trage einen Hut auf dem Kopf. Ich habe von meinem Vater. Nur jetzt trage ich diesen Hut. Die Schüler der Unterstufe nahmen am Tanzhaus, die der Oberstufe an Sportwettkämpfen teil. Von den 8. Klässlern wurde ein Maibaum vor der Schule aufgestellt. Ich besuche die 8. Klasse in unserer Schule. Ich lerne eine 2-sprachige Klasse. Wir haben wöchentlich 6 Deutschstunden und 1 Volkskunde. Ich lebe eine ungarn-deutsche Familie, nicht nur meine Mutter, sondern auch meine Großmutter sind Deutschlehrerinnen. Wir plaudern oft zu Hause in Deutsch. Ich finde ungarn-deutsche Tradition sehr wichtig.
Heute feiern wir den Tag der Trachten. Die ältere Kinder machen einen Sportwettkampf. An diesem Tag ergänzt man die moderne Kleidung mit einem älteren Kleidungsstück. Ich trage heute einen alten Rock mit moderner Bluse. Das Kleidungsstück, das ich heute trage, haben wir von einer ganz guten Bekannten als Geschenk bekommen. Das kommt aus Murai und es ist mehr als 100 Jahre alt. Das hat noch ihre Mutter getragen. Die Schule hat übrigens eine einzigartige Trachtenschau. Das veranstalten wir jedes Jahr im Rahmen der Kinderschwabenball. Und dort werden fast immer 30, 40 Trachtenkleider vorgestellt. Das bekommen wir von den Großeltern oder von Sammlern. Und die Kinder stellen diese Trachtenkleider vor. Es gibt immer eine Jury und die schönsten Kleider werden sogar mit einem wertvollen Preis belohnt. In der Valeria Dienes Grundschule ist es am Trachttag gelungen, einen durchschnittlichen Freitag zum Feiertag zu machen. Die Bonnharder Deutsche Selbstverwaltung organisiert seit mehreren Jahren am letzten Dienstag eines jeden Monats das Treffen Gespräche über Vergangenheit und Gegenwart. Dieses Mal wurde Thomas Beckers Roman Durch die Hülle von Hermann Helmut Bechtel vorgestellt. Die Ungarndeutschen von Bonnhard und seiner Umgebung sind sehr aktiv. An den von der deutschen Selbstverwaltung organisierten Programmen nehmen immer viele Interessenten teil. So war es auch am letzten April-Dienstag, als im Rahmen der Programmreihe Gespräche über Vergangenheit und Gegenwart Dr. Hermann Helmut Bechtel mit dem Autor des Romans Durch die Hülle, Thomas Becker, ein Gespräch führte. Meines Erachtens sind diese Abende enorm wichtig für unsere Gemeinschaft. In Ungarn gibt es, hier in Bonnhard gibt es eine Gemeinschaft, die es für sehr wichtig hält, dass die deutsche Kultur und die deutsche Sprache und Literatur hier erhalten bleibt. Wir werden heute das Buch von Thomas Becker vorstellen. Er hat einen interessanten Roman geschrieben über die geschichtlichen Ereignisse in den 1940er Jahren hier in unserer Umgebung im Komitat Tolnau. Und zwar im Zusammenhang mit der Vertreibung der Ungarndeutschen bzw. mit den ersten Internierungen im Jahre 1945. Und im Buch geht es darum, dass der Autor mit literarischen Mitteln diese historischen Ereignisse behandelt und diese bearbeitet. Dieses Buch repräsentiert in diesem Sinne eine Etappe unserer Geschichte. Und daraus können wir natürlich alle mehr lernen, als wir aus den Geschichtsbüchern früher gelesen haben. Also es ist eine wahre Geschichte, die ich geschrieben habe. Diese Geschichte, die begleitete mich mein ganzes Leben lang, weil meine Großmutter ist die Hauptfigur in diesem Buch und die erlebte das Ganze. Und mein ganzes Leben lang habe ich davon gehört, Dessin Lendl, Selin Lendl. Und da, als ich dann schon wusste, und da habe ich mir das vorgenommen, dass ich diese Geschichte abschreibe, dass die Leute, die keine Ahnung davon haben, auch etwas wissen davon, was das war und wie. Und dann lebte noch die Großmutter und was ich nicht so wusste, da habe ich dann gefragt, wie jetzt bin ich da und jetzt bin ich dort im Roman, wie ist es dann weitergegangen und wie. Und so habe ich das dann abgeschrieben. Nun, ich denke deswegen, weil das ist in der ungarländischen Geschichte ein schwarzer Punkt. Also viele, wir wissen von Rajk, wir wissen von überall, was war, aber das Lendl, diese Geschichte ist ein schwarzer Punkt. Und dass die Leute wissen sollen, was da war und weswegen. Viele waren in den Reihen des Publikums, deren Familie entweder von der Aussiedlung oder Internierung betroffen war. Die bedeuten viel, viel, sehr viel, weil unsere Eltern ja Erste Weltkrieg, Zweite Auslieferung und so weiter und so fort. Und die alle Vorfahren leider wurden hinausgetrieben. Allein wir blieben hier. Und deswegen sind diese allerhand
wie soll ich sagen, jetzt war das 75. Jubiläum und Denkmalfeier. Das war fantastisch. Das war einfach fantastisch. Wir könnten noch eine Cousine, die erste Cousine leben noch in Deutschland. Und wir könnten dann ihnen die Zeitungen schicken. Katalin Hajdu-Koch wurde im Alter von 6 Jahren samt ihrer Familie in das Schloss von Lendl verschleppt. Das war nicht schön, nicht gut. Stark, stark warm war es. Und dann hatten wir kein Wasser zu trinken. Und auf dem Boden, drauf auf dem Boden haben wir geschlafen. Stroh war hier gestrahlt. Dort haben wir geschlafen. Wir waren viele Kinder. Ich war 6 Jahre alt. Und mein Vater, der ist noch gegangen und hat ein Glas gefunden. Dann hat er uns Wasser gebracht in dem Glas. Das haben wir noch getrunken, das war noch zu wenig. Stark großer Durst hatten wir. Wie viele Tage waren Sie dort? Wie viele Tage? Ja, eine Woche ziemlich. Ja, so 5-6 Tage. Und dann haben sie uns heimgelassen. Weil unser Vater, das war Banyas, und darum haben wir noch heimgehen, weil wir müssen arbeiten in die Grube. Ich denke, wir bleiben oft zusammen. Also das ist auch der Sinn der Sache, dass die Leute zusammenbleiben und auch noch weiterhin diskutieren. Ich denke, dass es ein großes Interesse stattfindet und das hat die deutsche Selbstverwaltung bzw. diese kulturelle Gemeinschaft, die das zusammenfängt, auch gesehen. Und wir möchten das auch in der Zukunft, denke ich, weiterbringen mit verschiedenen Themen über Literatur, Geschichte, über unsere Kultur, vielleicht auch über volkstümliche Themen, die uns interessieren. Alle Gäste sind herzlich eingeladen und wir freuen uns darüber, wenn wir zusammenkommen und auch in deutscher oder in ungarischer Sprache Gespräche führen können und Erfahrungen austauschen können. 12 seinerzeit alltäglich benutzte Klumpen stehen jetzt im Stall des Vekeda Ungarndeutschen Heimatmuseums. Hier wurde nämlich eine neue, ständige Ausstellung eingerichtet. Die Besucher können den Vorgang der Klumpenherstellung kennenlernen und auch an den Informationstafeln viel Interessantes lesen. A helyi vegyeskar adott ünnepi műsort Fekeden egy kiállítás megnyitó alkalmából. A tárlat a klumpakészítés mesterségét mutatja be. A baranyai település német nemzetiségi tájházában kaptak helyet a tárgyak. A fapapucs faragása egy ma már eltűnőben lévő tevékenység, ám a magyarországi németek számára sokat jelent. Ezért döntöttek úgy néhány évvel ezelőtt, hogy egy külön kiállítást szentelnek a mesterségnek. Amikor a nemzetiségi tanösvényt készítettük, már akkor ez a téma felmerült, akkor a 8 táblából 1 tábla a klumpa témájának lett szentelve, és rengeteg anyag gyűlt. És akkor az összegyűjtött anyag alapján kaptam ezt a megbízást, hogy foglalkozzak ezzel. Utána szakirodalmi kutatást végeztem, és itt a faluban is próbáltam rengeteg dolgot összegyűjteni, amit csak tudtam. Így kezdődött. Pek Tiborné kezdeményezésére érkeztek a kiállítási tárgyak a helyiektől. A készítés szerszámai, azokat így egybe megvettük egy valami internetes árverésen. A klumpák, a bemutatott lábbelik pedig úgy gyűltek össze, hogy szórólapoztam a falu minden házába, bedobtam az érdeklődő levelet, hogyha van történetük, vagy adatuk, vagy tárgyuk, és ezt szívesen közé tennék, akkor nagyon örülnék neki. És akkor 2-3-4 helyről kaptam, és aztán így szépen az idők során még valakinek eszébe jutott, ja, neki is van az istállóba, bedobva valahova, és akkor így szépen egy 12 elemes régi tárgyból álló kiállítás van középen. Könnt ich, 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 könnt ich
A klumpa készítés a németség sajátos mestersége. Bár pontos adatokat nem ismerünk, valószínűleg már több száz éve jelen van, mondja a szervező. Erről írásbeli adatok nincsenek, de nyilvánvalóan, mivel ez egy Németországból magukkal hozott hagyomány, 300 évvel ezelőtt kezdődött, és körülbelül 60-70 éve be is fejeződött, már az, hogy teljesen fából készült cipőt készítenek. Utána még fa, papucsot, meg ilyen bőr, vagy műanyag borítású fatalpú lábbelit készítettek. Ez egy olyan hagyomány, amit Németországból hoztak magukkal, és mivel itt is hasonló körülmények voltak, volt megfelelő faanyag, és volt jó sáros talaj, ami szükségessé is tette ennek a használatát, emiatt ezt tényleg nagyon sokáig használták. Amikor a gumi csizmák megjelentek, onnantól fogva kezdett kihalni ez a mesterség. A Klumpások című kiállítást állandó tárlatként nyitották meg. Mostantól bárki megtekintheti az eredeti fapapucsokat, pacskereket, és megismerkedhet a készítés módjával, sőt érdekességeket is tanulhat a fekedi német nemzetiségi tájházban. Ich möchte mich für Ihre liebe Aufmerksamkeit für heute bedanken. Auf Wiedersehen.